So, da bin ich wieder mit Händler-Massaker, den Quest-Sets. Also, Großtaten haben wir schon angenommen letztes Mal. Boah. Die Bullen. Oh. Ah. Okay. Ich habe gerade gesehen, wir haben hier irgendwie einen Hauptquest in der Gilde. Ah. Also haben wir doch noch einen Hauptquest, okay. Ah. Ach so, okay. Ja, das habe ich mir letztes Mal dann anscheinend irgendwie nicht gesehen oder es war nicht da, ich weiß es nicht. Oh. Also, wir müssen zu Maze. Wie es aussieht, ja, Maze. Aber das Händler-Massaker-Quest mache ich dann direkt danach. Weil ich, jetzt habe ich schon angefangen gehabt, das muss ich dann fertig machen. Also, Maze. Und ganz kurze Pause. So, ich hatte vergessen, mir den Timer zu stellen. Der, so, jetzt läuft er. Also, Maze. Du hast also deine Schwester gefunden. Hätte nie gedacht, dass sie bei Räubern lebt. Du hast es die letzten Jahre wirklich weit gebracht, oder nicht? Die Leute fragen sich, wann man dich in der Arena in Witchwood sehen wird. Bevor du wieder losziehst, ich hätte da noch eine Questkarte. Ein Gefallen, wenn du so willst. Ein alter Freund von mir wird vermisst. Nennt sich der Archäologe. Er könnte da über was Großes gestolpert sein. Vielleicht so groß, dass sein Leben bedroht ist. Es heißt, er hätte sich irgendwo in Witchwood versteckt, falls er nicht schon tot ist. Du kannst mit einem Kallistor dorthin gelangen. Ist hoffentlich nicht zu spät. Ja, also Kallistore sind diese Beamportale. Genau. Und nochmal was nicht mit Fable zusammenhängt. Also ich habe in dem Video von mir gesagt, also mein letztes Ankündigungsvideo mit dem Fable, wo kaputt war. Ja, ich suche immer noch das Nebenprojekt zu Fable. Und ich habe jetzt erst zwei Kommentare dazu bekommen, oder ja, zwei. Aber ich möchte gerne ein Spiel machen, was jedem gefällt. Und deshalb, bitte Leute, sagt mir einfach. Sagt mir zum Beispiel auch nur, wenn ihr sagt, ja, ich würde alles anschauen oder macht mir irgendeinen Vorschlag. Weil ich will nichts machen, was einem nicht gefällt oder. Weil. Ja, es sollte eigentlich allen gefallen, was ich mache. Also, Also, wir machen jetzt erstmal das Quest Händler Massaker, weil ich es jetzt schon angekündigt hatte. Und das ist auch eigentlich ein gar nicht so langes Quest, also passt es schon. Aber erstmal bisschen was für unsere Bosheit tun, weil wir sind momentan noch viel zu lieb. Moment, den kriegen wir auch noch. Wir sind momentan echt noch viel, viel, viel zu lieb und oh, der hat einen Diamanten verloren, einen Gagat. Schön. Also. Töten wir noch zwei Menschen. Das sollte uns wieder einiges böser machen. Und ja, wir müssen nach Oakvale, nicht Oakvale, Grabhügelfelder, glaube ich. So war das mit dem Quest, genau. Und damit es ein bisschen schneller geht und wir keine Zeit verschwenden, teleportiere ich mich jetzt einfach hin. Weil hinlaufen wäre jetzt irgendwie doof, ne? Ja. Lade, danke. Da seid ihr ja. Wurde auch Zeit. Einige der Jungs konnten wohl nicht warten und haben schon angefangen. Wir sollten mitmischen, solange noch ein paar Händler übrig sind. Oh, und macht keine Gefangenen. Wir haben bereits genug davon. Ja, eindeutig. Wir sind so böse. Ja, und wir sind wieder nackt. Aufgrund der Großtat. Also, es wird nicht schwer eigentlich. Wir müssen nur ein paar Wachen ausschalten. Und also nur der Räuber, der uns jetzt hilft, der muss überleben. Ja, jetzt habe ich ihn gerade getroffen, verdammt. Okay, ich glaube, ich mache es lieber. Bam. Ah ja, und wir haben jetzt noch den Skill aufgepowert. Ja, vom Schaden hier ist er jetzt gar nicht mal so schlecht. Gucken wir mal, nochmal.
Ja, die haben noch 120? Okay, ja, das ist schon gut. Und den haben wir höher gemacht. Ihr seht, der macht jetzt 20 pro unten Schaden. Also unten rechts steht immer der Schaden, für die, die es noch nicht wissen. Dann macht er schon 10 mehr pro Ding. Und ja. Jetzt haben wir noch ein paar Leute, die wir hier töten müssen. So, da. Da hinten. Nee, da hinten verstecken sich noch zwei, aber keiner entkommt mir. Muhahaha. Muhahaha. Und jetzt kommen schon stärkere Wachen. Und an denen kann ich jetzt mal meinen Skill testen. Weil ich glaube, die halten das aus. Oh. Ja, ihr seht. Der Schaden ist wirklich gigantisch momentan. So. Aber ich muss ein bisschen mehr auf Magie machen, aber so gut. Das auch ziemlich Schaden macht, dieser Schlag. Aber viele mit der Armbrust sind momentan da, also muss ich mich ein bisschen ausweichen. Nein, 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 da hinten, ja, die Armbrust. Boah, hör auf, mit Armbrust zu schießen. Nein, nein, mein Räuber. Okay. Jetzt nochmal. Und ich treffe jedes Mal meinen Räuber mit, oder nicht? Nee. Aber bei dem Skill glaube ich nicht. Ja. Und es leben nur noch vier Wachen. Also wir haben es gleich gepackt und Tränke. Und oh, alle schießen mit Pfeil und Bogen. Nein! Warum trifft der Skill auf einmal meinen Kumpel? Der hat doch davor hat er da auch nicht meinen Kumpel getroffen. Boah, hört auf mit Armbrust zu schießen. Wenn. Echt, die einzigen, die wirklich nerven momentan, sind die mit der Armbrust. Yeah! Seht mal, wen wir hier haben, Jungs. Er wollte sich nach Oakville schleichen. Warum übernehmt ihr das nicht, oh Held? Bitte nicht umbringen. Ich hab nichts getan. Ich hab Familie. Ich hab einen Laden. Ja. Zeig es ihm, oh Held. Weil wenn wir ihn nicht töten, dann töten ihn die anderen zwei. Also wäre es eigentlich egal. Aber so bekommen wir ihn halt noch ein bisschen mehr böse. Ja, und nun ja, unser Räuber ist gestorben, was ich nicht ganz verstehe, weil auf einmal wird er von unserem Skill getroffen. Und Skill Points, Skill Points. Die noch überall rumliegen. Hier noch einer. Nein, nicht Blitze machen. Wir rennen. Hier haben wir noch einen. In der Vogelscheuche haben wir einen Gesundheitstrank. Und warum lebst du noch? Naja. Eigentlich gar nicht so schlecht. Sucht ihr nach den blauen Pilzen? Dann seid ihr hier genau richtig. Ganz schön gefragt, das kann ich Nein. sagen. Genau, ihr seid als. Nein, das mache ich später erst. Das ist ein kleines Nebenquest, also eine Nebenaufgabe, die ich eigentlich im echten Spiel noch nie gemacht habe, aber ich glaube, ich werde die im Let's Play schon machen. Also, wir können das erstmal wieder anziehen. Ja. Nein, ah, ich verklick mich immer. Attentäter, genau. Tragen. Und ihr seht, wir sind. Moment, wie böse sind wir? Muss man mal gucken. Heldenstatus, Persönlichkeit. Oh, wir sind sehr böse schon. Und. Oh, da geht noch was. Da geht noch ein Stück. Bekannt sind wir schon Stufe 3, fast Stufe 4. Und wir sind schon 37. Eigentlich. Nun ja, wir können uns später verjüngen, so viel kann ich schon mal verraten. Aber. Ja, also, das habe ich geschafft. Das Quest. Das heißt, wir gehen erstmal zurück zur Heldengilde.
Hier. Und dann im nächsten Video, weil so viel Zeit habe ich nicht mehr. Ja, ein bisschen was haben wir noch. Ja, und wir müssen gleich nochmal hier rein. So. Und ihr seht, wir können hier zum Witchwood Cullis Tor. Haben wir jetzt. Wo es dann mit unserem Quest weitergeht, wo wir den Archäologen finden müssen, wie uns Mace schon gesagt hat. Also, der Archäologe wird durch eine magische Tür beschützt. Sucht diese Tür. Ja. Im Witchwood soll es ein Schwert geben, das nur ein wahrer Held an sich nehmen kann. Genau, hier gibt es ein sehr cooles Schwert. Ein Tempel im Witchwood.